mitten in den Sommerferien. Grüße Sie ganz herzlich vor dem Turm des Westerwälder Doms. Aus gutem Grund wollen wir einmal wieder die Pfarrkirche in Wilges in den Blick nehmen, da nach anderthalb Jahren, Gott sei Dank, das Gerüst an der West- und an der Turmfassade abgebaut werden konnte. Und jetzt sehen wir, was in den vergangenen anderthalb Jahren am Turm alles gemacht worden ist. Und so schön hat man den Turm des Westerwälder Doms seit Jahrzehnten nicht mehr sehen können. Das ist der erste Bauabschnitt, der fast zu Ende ist. Es müssen noch Restarbeiten ausgeführt werden. Man sieht es hier unten, noch Fugen müssen ergänzt werden und teilweise noch Mauerwerk hinzugefügt werden. Aber zum Kirchweihfest, zum Jahrestag der Weihe unseres Westerwälder Doms, werden die Restarbeiten ausgeführt werden. Der zweite Bauabschnitt hat jetzt auf der Nordfassade begonnen und er wird in zwei Teilabschnitten ausgeführt werden. Wir können einmal auf die Nordfassade wechseln, dann können wir uns das einmal da in den Blick nehmen. Von der Westfassade und dem Kirchturm, der in der Abendsonne richtig hell beleuchtet ist, sind wir an die Nordfassade gewechselt, die jetzt im Schatten liegt. Und die Nordfassade ist der sogenannte zweite Bauabschnitt dieser großen Restaurierungsmaßnahme des Westerwälder Doms. Vier Bauabschnitte sind geplant. Der erste ist, wie gesagt, so gut wie abgeschlossen. Der zweite wird in diesem Jahr ausgeführt und in zwei Teilabschnitten. Der erste Teilabschnitt ist eingerüstet. Die Fenster sind ausgebaut, die sind in Trier ausgelagert und dort werden die Fenster gereinigt, gerichtet, die Windeisen werden stabilisiert und in gut 3 Monaten werden die Fenster wieder eingebaut. Parallel dazu werden alle Fugen gereinigt, wie eben auch an der Westfassade, und die Dachanschlüsse, so es nötig ist, werden dann auch richtig ausgeführt. Der zweite Teilabschnitt wird dann der Teil sein bis zur Sakristei, dann wird vorne abgebaut und es wird der zweite Teil eingerüstet und dann werden dieselben Arbeiten auf dieser Seite durchgeführt. Die ganze Maßnahme wird geschätzt sind oder beauftragt sind für 520.000 Euro ausgeführt. 90% davon übernimmt das Bistum, 10% hat die Kirchengemeinde zu finanzieren, also das sind 52.000 Euro. Im ersten Bauabschnitt, der mit der aufwendigste war, sind 920.000 Euro gerundet verarbeitet worden. Dazu hat die Kirchengemeinde 92.000 Euro beitragen müssen. Und um den Eigenanteil geht es. Dafür haben wir ja eine Spendenaktion im letzten Jahr gestartet. Der Dom ist krank, aber mit Ihrer Hilfe wird er wieder fit. Und zum Kirchenfest laden wir wieder ein, etwas dazu zu geben, die Maßnahme mit Spenden zu unterstützen, dass wir unseren Eigenanteil, den wir aus den Rücklagen finanzieren müssen, zu mindern. Das ermöglicht es uns auch dann die nächsten Bauabschnitte durchzuführen. Bis jetzt wurden rundum 59.000 Euro gespendet. Das ist sehr viel. Allen, die dazu beigetragen haben, ein herzliches Dankeschön. Und ich darf Sie nur ermutigen, auch zum Kirchenfest wieder kräftig zu spenden, dass wir gut weiterkommen. An dieser Stelle möchte ich einmal einen ganz besonderen Dank auch denjenigen sagen, die regelmäßig Kirchensteuer zahlen. Denn wo kommt der Zuschuss des Bistums her oder auch die Rücklagen der Kirchengemeinde? Aus den allgemeinen Kirchensteuermitteln. Und deshalb können wir eine solche Maßnahme durchführen. Und dafür gilt allen, die das auch die Mitglied der Kirche sind und durch ihre Kirchensteuer das ermöglichen, ein ganz herzliches Dankeschön. Und wir hoffen, dass wir in diesem Jahr auch diesen Abschnitt ausführen können, zu Ende führen können und dass wir dann im nächsten Jahr auf der Südseite weitermachen. Und wenn dann alles gut geht und das mit den Finanzen funktioniert, was ja im Augenblick nicht einfach ist, dann wird abschließend dann der Chorraum dran sein. Aber das sehen wir, wenn es dran ist. Jetzt ist die Nordfassade dran. Der Dom ist krank. Mit Ihrer Hilfe wird er wieder fit. Danke allen, die dabei sind. Und auf Wiedersehen, noch eine gute Sommerzeit. Und auf ein frohes Kirchweihfest in Wilges Anfang September.